Willkommen zurück. Wir kommen nun zur Ergebnisanalyse, kurz die Einordnung in den Gesamtzusammenhang. Wir sind bei der Jahresabschlussanalyse im Überblick, welch selbige besteht aus der Erfolgsanalyse und der Finanzanalyse. Und das haben wir uns alles ausführlich angeschaut. Hier müssen wir noch eine Verlinkung machen zur stromgrößenorientierten Liquiditätsanalyse. Und jetzt gehen wir zur Erfolgsanalyse. Die wiederum besteht aus der Rentabilitätsanalyse. Übrigens, hier sind wir im Zentrum der Jahresabschlussanalyse, auch was Prüfungen angeht. Und der Ergebnisanalyse. Ergebnisanalyse, Achtung, die Worte sind relativ ähnlich. Ergebnisanalyse ist ein Unterpunkt der Erfolgsanalyse und damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Ergebnisanalyse. Und hier entsteht das neue Video. Die Ergebnisanalyse hat zwei Ausgangspunkte. Ausgangspunkte, da ist einmal der Jahresüberschuss und dann ist da der Bilanzgewinn. So, und wir beschäftigen uns zunächst mal mit dem Jahresüberschuss. Jahresüberschuss Komma Aussagekraft. Darum geht es jetzt zunächst einmal. Was ist die Aussagekraft des Jahresüberschusses, wenn es denn einen Jahresüberschuss gibt? Wenn es von vornherein einen Jahresfehlbetrag gibt, dann hat das natürlich auch eine Aussagekraft. Wir gehen also hier jetzt von einem positiven Ergebnis aus. Das impliziert das Wort Jahresüberschuss. Und was macht man, wenn man analysiert? Man zerlegt. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem Jahresüberschuss. Wir zerlegen ihn. Und zwar einmal unterscheiden wir das ordentliche Betriebsergebnis. Das Wort Betrieb impliziert, dass es hier eine große Überschneidung gibt mit dem Ergebnis der Kostenrechnung, die ja saldiert Leistung und Kosten und zum Betriebsergebnis führt. Also hier geht es um den eigentlichen Betriebszweck. Ja? Eigentlicher Betriebszweck. Das ordentliche Betriebsergebnis und wir unterscheiden das ordentliche betriebsfremde Ergebnis. Aber immer noch ordentlich, zwar betriebsfremd, also hat mit dem eigentlichen Betriebszweck nichts zu tun, ist aber immer noch ordentlich und das außerordentliche Ergebnis. So, zunächst einmal, was ist der Unterschied zwischen ordentlich und außerordentlich? Ordentlich heißt regelmäßig. Das ordentliche Betriebsergebnis ist also einmal, ist noch nicht alles, regelmäßig. Denn der zentrale Gedanke des außerordentlichen Ergebnisses ist, es ist unregelmäßig. Wir können also im nächsten Jahr damit rechnen, dass das, was in diesem Jahr passiert ist, nicht passiert. Unregelmäßig ist also ein Erfolgsbestandteil, der nicht alle Jahre passiert. Was könnte das sein? Dass man zum Beispiel Betriebsteile von mir aus auch zu sehr guten Preisen verkauft und in diesen Jahren dadurch hohe Erträge bzw. Umsatzerlöse erzielt, aber, na, sagen wir lieber Erträge, hohe Erträge erzielt, aber der Verkauf, der kann ja nur einmal stattfinden.
Das ist also unregelmäßig. Und da müssen wir besonders aufpassen, wenn der Jahresüberschuss in einem Jahr zum Beispiel sehr hoch ist, aber der Anteil an einem außerordentlichen Ergebnis sehr hoch ist, dann wissen wir, im nächsten Jahr sieht das ganz anders aus. Und darum geht es uns ja. Das ist ja mit auch ein Grund, warum eine Jahresabschlussanalyse nicht einen Jahresabschluss analysiert, sondern mindestens drei. Und zwar drei hintereinander liegende Geschäftsjahre. Wir wollen also wissen, welche Bestandteile des Jahresüberschusses sind unregelmäßig. Das nennen wir außerordentlich. Das nennen wir außerordentlich. So, ordentlich haben wir gesagt, ist regelmäßig. Ordentlich betriebsfremd. Schreiben wir es lieber klein. Ordentlich betriebsfremd ist auch regelmäßig. Aber der Unterschied, das steckt schon im Wort drin, ne? Ordentlich Betriebsergebnis, ordentlich betriebsfremdes Ergebnis. Also das ordentliche Betriebsergebnis ist regelmäßig und betriebsbedingt. Und das ordentliche betriebsfremde Ergebnis ist auch regelmäßig, aber es ist eben betriebsfremd, aber regelmäßig. Das sind also Erträge, die wir haben, die nichts mit dem eigentlichen ursprünglichen Betriebszweck zu tun haben. Wenn zum Beispiel unser ursprünglicher Betriebszweck irgendwas mit Elektro zu tun hat und die Wurzel unseres Unternehmens auf eine Erfindung zurückging, zum Beispiel die Erfindung des Dynamos, und dann dieses Unternehmen gewachsen ist über die Jahre und immer weiter zum Beispiel Elektro Produkte verkauft hat und dann irgendwann mal so viel liquide Mittel hatte, dass man eine eigene Abteilung praktisch gründen musste, um diese liquiden Mittel irgendwie anzulegen. Und die Erträge aus der Anlage dieser liquiden Mittel nichts mehr mit dem eigentlichen Betriebszweck zu tun haben, dann müssen wir es hier einordnen. Es ist zwar regelmäßig, aber es ist betriebsfremd, hat also mit dem eigentlichen ursprünglichen Betriebszweck nichts mehr zu tun. Zum Beispiel Erträge aus Finanzanlagen, wenn das Unternehmen nicht ursprünglich für diese Branche gegründet wurde, sondern für was ganz anderes. So, damit haben wir wesentliche Bestandteile des Jahresüberschusses und seine Aussagekraft. Wir müssen uns also vor allem interessieren für das ordentliche Betriebsergebnis, das was regelmäßig und betriebsbedingt anfällt, ist das, was das Unternehmen mit seinem eigentlichen Betriebszweck verdient. Ja? Dann kann es sein, dass im Laufe der Zeit andere Geschäftszweige dazugekommen sind. Das ist das hier. Das ist das, was das Unternehmen mit einem betriebsfremden Zweck, aber eben auch regelmäßig verdient. Und gefährlich ist dieses Außerordentliche, weil das eben nur vermutlich in einem einzigen Jahr anfällt. Ja, so können wir also, wenn wir den Jahresüberschuss in seine Bestandteile zerlegen, können wir also einiges an Aussagekraft hieraus gewinnen. Die andere Größe ist der Bilanzgewinn. Also schauen wir uns an, Bilanzgewinn. Aussagekraft. Zunächst mal, was ist der Bilanzgewinn überhaupt? Was ist der Bilanzgewinn? Während der Jahresüberschuss der Saldo ist aus Ertrag minus Aufwand. Ja? Jahresüberschuss gleich Saldo, Ertrag minus Aufwand. So, was ist dann der Bilanzgewinn? Der Bilanzgewinn ist einfach gesagt die ausgeschüttete Dividende. Solange das beim Unternehmen sozusagen noch als Einbuchungsposten
Da ist, heißt es Bilanzgewinn, wenn es dann verteilt wird an die Aktionäre, heißt es Dividende. Der Bilanzgewinn ist also die Summe der einzelnen Dividendenzahlungen an die diversen Aktionäre. So, was ist also die Aussagekraft des Bilanzgewinns? Die Aussagekraft des Bilanzgewinns sagt etwas aus über die Großzügigkeit oder den Geiz oder vornehmer gesagt vielleicht die Vorsicht der Geschäftsführung, des Vorstandes. Der Bilanzgewinn ist das, was vom Jahresüberschuss an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Das heißt, es wird nicht alles ausgeschüttet. Und das müssen wir uns anschauen. Wir müssen uns anschauen, wie wir den Bilanzgewinn errechnen. Jahresüberschuss ist die Ausgangsgröße. Und dann können wir sagen, minus Rücklagen gleich Bilanzgewinn. Jahresüberschuss minus Rücklagen, wohlgemerkt, nicht Rückstellungen, gleich Bilanzgewinn. Na, das ist so eine Grundformel, die kann man sich einfach merken. Sie ist nicht komplett, aber sie ist merkfähig. Ja, wenn wir es uns ausführlicher anschauen, dann sagen wir genauer, Doppelpunkt, genauer ist die Formel zur Berechnung des Bilanzgewinns wie folgt, JÜ, das ist die Abkürzung für Jahresüberschuss, plus Gewinnvortrag, Vorjahr. Ja, das kann man machen. Man kann, wenn man ein positives Ergebnis hat, kann man das als Gewinn vortragen auf das nächste Jahr. Ja, plus Gewinnvortrag Vorjahr minus Verlustvortrag, Vorjahr. Plus Entnahmen aus Rücklagen. Das kann man nämlich auch machen. Man kann aus den Rücklagen etwas entnehmen. Also obwohl man gar nichts verdient hat hier, der Jahresüberschuss gar nicht da war, sondern man hat einen Jahresfehlbetrag, kann man aus den Rücklagen etwas entnehmen, um eine Dividende zahlen zu können. Plus Entnahmen aus Rücklagen. Minus, und das ist genau der Posten hier, der hier oben steht, minus Rücklagen, müsste man also, wenn man es genauer formuliert, sagen, minus Einstellung in Rücklagen. Ich sage es nochmal, dieser Posten korrespondiert mit diesem Posten hier. Ja, das ist der häufigste Fall. Der Jahresüberschuss wird ein Jahresüberschuss erzielt. Von dem Jahresüberschuss wird ein Teil den Rücklagen zugeführt. Man nennt das auch die Rücklagendotierung. Vielleicht sollte ich den Begriff mal hier aufnehmen. Gleich Rücklagendotierung. Das hat vor vielen Jahren hat das mal Probleme bereitet, weil keiner das Wort kannte in der Prüfung. Das ist einfach die Einstellung in die Rücklagen oder die Zuführung zu den Rücklagen, kann man auch sagen. Das nennt man die Rücklagendotierung. Das sagen diese Vorstände auch gerne. Wir haben uns entschlossen, die Rücklagen so und so zu dotieren. Was übersetzt bedeutet, du Aktionär kriegst das nicht, wir behalten das hier mal schön im Unternehmen. So, und wenn wir das hier jetzt zu Ende bringen und das hier alles miteinander verrechnen, dann erhalten wir einen Bilanzgewinn. Oder Bilanzverlust, das gibt es nämlich auch. Ja? Je nachdem, wie hier die Größen im Einzelnen ausfallen oder die Größe am Anfang hier, JÜ, schauen wir es doch mal lieber aus, Jahresüberschuss. Streng genommen müsste ich sagen, Jahresfehlbetrag. Ja,
Die Frage, die sich hier in einer mündlichen Prüfung anschließen könnte, wäre, sagen Sie mal, Ihr Unternehmen hat einen Jahresfehlbetrag. Können Sie trotzdem eine Dividende ausschütten? Wenn man dieses Schema hier verstanden hat, dann weiß man, die Antwort lautet ja. Ja, wie machen Sie das? Ich entnehme aus den Rücklagen. Vorausgesetzt, es sind solche vorhanden. Na, das muss man natürlich dann eine kleine Prämisse setzen, aber dann hat man die Frage richtig beantwortet. Wenn dieser Betrag negativ ist und man hat Rücklagen, die größer sind als der Jahresfehlbetrag, beispielsweise der Jahresfehlbetrag ist minus 10, in den Rücklagen sind aber plus 60 und man verwendet diese Rücklagen, können sein Kapital- oder Gewinnrücklagen, verwendet sie komplett, dann kann man 50 ausschütten als Bilanzgewinn. Also der Bilanzgewinn wäre dann positiv. Wäre ein Bilanzgewinn, wäre ein positiver Wert. Und man könnte 50, in meinem Beispiel 50 Euro von mir aus, als Dividende ausschütten. So, aber ich schweife ein bisschen ab, denn die Ausgangsfrage war ja, was ist die Aussagekraft des Bilanzgewinns? Und die Aussagekraft des Bilanzgewinns ist gering. Die Aussagekraft des Jahresüberschusses ist sehr viel höher, denn das ist die Ausgangsgröße. Und hier sind ja nur, das sind alles interne Überlegungen, das ist alles Vorstandsentscheidung. Von das, von hier bis hier. Das und was am Ende rauskommt, ist alles Entscheidung des Vorstands und hat mit der Marktsituation und der eigentlichen Ertragskraft des Unternehmens, und das ist das, was wir analysieren wollen, nichts mehr zu tun. Ja? Der Bilanzgewinn sagt etwas aus über die Großzügigkeit oder den Geiz des Vorstandes und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Der Jahresüberschuss sagt, vor allem wenn das der Anteil des ordentlichen Betriebsergebnisses hoch ist, sagt etwas darüber aus, was das Unternehmen mit seinem eigentlichen Betriebszweck verdient. Aber der Bilanzgewinn sagt sowas überhaupt nicht aus, sondern kann durch alle möglichen Größen hier beeinflusst sein. Okay. Können wir denn noch den Cashflow heranziehen? Ja, nehmen wir das noch. Cashflow, Aussagekraft. Aussagekraft für das Ergebnis. Und da wird sehr viel drüber gestritten. Ja, was ist besser, Jahresüberschuss oder Cashflow? Und vielleicht kann man in den letzten Jahren sowas wie eine Tendenz beobachten, dass man doch mehr dazu übergeht, den Cashflow heranzuziehen. Es gibt einen Spruch hier, Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt. Und da ist viel dran. Ja, also die Aussagekraft des Cashflows ist eventuell höher als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Ne? Was ist das eventuell? Nun, wenn der Jahresüberschuss eben durch nicht liquiditätswirksame Vorgänge erheblich beeinflusst ist. Zum Beispiel, man hat erhebliche Zuschreibungen vorgenommen oder man hat in Ausreizung aller gesetzlichen Möglichkeiten und weil degressiv mal wieder zugelassen war, das gibt es ja immer mal wieder, dass degressive Abschreibung zugelassen ist, hat man sehr stark abgeschrieben, um Steuern sparen zu wollen. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen, der Jahresüberschuss ist mindestens in Deutschland immer auch beeinflusst durch die Steuerlast, die sich daran anschließt. Ja? Von daher ist der Spruch, Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt, vielleicht ein ganz guter Spruch. Denn intern, bilanztechnisch, Abschreibungen zu gestalten oder Rückstellungen zu erfinden und dafür Buchungen vorzunehmen, ist nicht besonders schwierig. Da muss man nur ab einem gewissen Grad vielleicht eine gewisse Skrupellosigkeit haben. Ja, und guten Draht zum Wirtschaftsprüfer,
der das dann alles attestiert. Und das ist ja im großen Stil vorgekommen, wie Sie wissen, ja, dass Wirtschaftsprüfergesellschaften selber korrupt waren oder vielleicht noch sind, wahrscheinlich noch sind, und die ganzen Bilanzmanipulationen testiert haben. Ja. Also das kann man intern wunderbar machen durch irgendein Gemausche. Aber Cashflow zu erzielen bedeutet, dass man Marktakte realisieren muss, die Leute dazu bringen, etwas zu geben, was sie selber als knapp und wertvoll empfinden, nämlich ihr Geld. Und das ist schwieriger. Ja, es ist sehr viel leichter, intern irgendwas zu manipulieren, irgendjemanden zu korrumpieren oder auch die Gesetze auszureizen bis zum Äußersten, als jemanden, die Kunden dazu zu bringen, dass sie ihr Geld zahlen. Auch hier kann man viel manipulieren, vor allem wenn man dann Presseleute auf seine Seite bringt, ja, und die dann schreiben, wie toll die Produkte sind. Und es stimmt alles gar nicht. Ja. Ich will nicht sagen, dass nicht auch das geht, aber es ist schwieriger. Ja, es ist schwieriger, als intern irgendwas zu mauscheln, ist in der Interaktion mit den Kunden, die Kunden dazu zu bringen, Geld zu überweisen, Geld einzuzahlen. Und das ist das, worum es beim Cashflow geht. Ja, das sind die Einzahlungen. So, also damit will ich schließen, ja, dass wir sagen, der Cashflow kann durchaus hier eine wichtige Größe sein, mit einer gegebenenfalls, deswegen hier dieses eventuell, höheren Aussagekraft als der Jahresüberschuss. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.